Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Mordors Schatten. Mir ist heute Abend langweilig, also habe ich mir gedacht, gut, spiele ich nochmal Mordors Schatten. Vielleicht ist jemandem auch langweilig und dann kann man ja das Let's Play schauen. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Hä? Ja, das meiste kenne ich ja schon. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Aber mein Sohnemann ist trotzdem ziemlich schnell. Hart genug. Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Hey. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ja, dann schlagen wir meinen Sohn mal ein bisschen. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Dann machen wir das mal. Eine Boden in der Richtung. Ups. Ist doch auch schon eine Zeit her, dass ich das gespielt habe. Und ich habe das nicht ganz so dunkel in Erinnerung. Zack. Na, da noch mehr. Und dann werfen wir den. Immer schön auf den Boden werfen. Ups. So viel dazu. Komm, wirf den auf den Boden. Hopp. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh.
Der Tod hat dich verstoßen. Was für eine liebliche Stimme. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Auf deinem Weg begleitet dich die Liebe deiner Frau. Tanz am Strande von... Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Lass uns gehen! Ich will nicht wissen, wie viel geschieht. Ja, ja. Toter Tag. Köstlich. Ich schlitz dich auf. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Ja, umsehen in Mordor. Mordor. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen?
Der Tod hat dich verstoßen. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Willkommen bei Mordors Schatten. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe das Spiel zwar schon durch, aber es macht Spaß, es nochmal zu spielen. Und das teile ich jetzt mit euch. Für alle, die das sehen wollen, Spaß daran haben, da zuzuschauen, willkommen. Und der Funke schlägt über. Ja, das kenne ich alles, da erkläre ich direkt, wie das funktioniert. Man kann die Türme hier freischalten, um das Gebiet sozusagen freizuschalten. Kann man so einen Anarchos übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Das bezweifle ich, mein Freund. Und zwei, und drei, und vier. Kleine Orks sind tot. Dann packen wir dich mal am Kragen und fragen, denn wir wollen es wagen. Was weißt du über die schwarze Hand Saurons? Er ist ein Dämon, aus dem Nichts geschaffen. Was noch? Ich hatte einen Sklaven. Er schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grob. An Dimuk, den Sklaventreiber. So, hier können wir Informationen sammeln über Gimup. Gimup, der Sklaventreiber. Ja, im Großen und Ganzen finde ich da einfach die Informationen über den guten Herren raus. Naja, den guten Herren. Und weiß jetzt, wo er ist. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. So, so. Na dann. Auf, auf. Die goldenen Symbole ist für den Haupt, für die Haupthandlung und die roten Machtkämpfe. Ja, wir müssen da mal los und die Sklaven retten. Das machen wir direkt.
Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Okay, Ortan sehen. Wir müssen danach dort. Denn da ist unser Ziel. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ja, die Achtsamkeit, wenn es gelb ist. Suchen Sie uns, wenn es rot ist. Haben Sie uns gefunden? Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Aber man sieht vielleicht, dass ich da schon ein bisschen Übung habe. Komm, stirb. Und tot. Immer fleißig kommt er. Und irgendwie kommen da ein bisschen viele. Die wollen da wohl nicht mehr aufhören. Allzu schlecht wäre es für euch vielleicht auch nicht, wenn ihr mich mal trefft, ja? Ist das eine Idee? Was meint ihr? Tja, nicht die besten Krieger. Aber wir haben eine Hauptmission und das machen wir jetzt. Irgendwo da sieht mich einer, den gelben Punkt. Hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, steht dich das für den nächsten Kampf. Die anderen sagen, meine nur Frau, nagel die fest. Was die anderen nicht sagen, wende doch bitte deinen Satz, mein Freund. Was die anderen nicht sagen. Tja. Er möchte nicht zu Ende reden. Dann lassen wir ihn doch da liegen. Liebe Freunde, ich würde gerne weitergehen, denn da wartet noch ein Sklaventreiber auf mich. Der Sklaventreiber, ein Sklaventreiber der Uruks, hält einen Gefangenen, der Informationen über die schwarzen Hauptmänner besitzt. Ah, er hält einen. Tja, tja. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie den Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Nur daran, dass sie nachts so viel Angst haben. Da ist der Freund. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Ich hoffe, die sehen mich da nicht. Ich gehe da gleich direkt hoch. Tschüss, Auge. Das zweite Auge ist auch weg. Hm, das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich meinen Pfeil. Dann schauen wir mal, ob der gute Herr empfindlich ist. Oh. Kriege ich das noch hin?
Wir nehmen da gleich ein paar Pfeile mit. Kriege ich die noch? Hallo? Ja, mit dem Knopf. R1. Das war irgendwie der falsche. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Wie wär's? Wir tauschen mal die Rollen. Ich versklave dich. Was hältst du davon? Niemals! Nicht? Er findet es keine gute Idee. Ich finde das toll. Wir töten mal seine Freunde. Naja. Ich hab's probiert. Nein, du lässt mich da deinen Herr und Meister töten. Ich versuche es nicht mehr, ich werde erfolgreich aus dem Kampf hervorgehen. Lasst mich in Frieden! Stirb! Die wollen und wollen nicht! Ich hätte ihn so schön mit einem Finishing Move getötet. So wie den hier. Tja, greifen wir uns das mal. Du kannst deine Waffe mit Runen ausrüsten. Wähle deine Waffe mit L2, R2 aus. Drücke X, um deine Rune anzusehen. Das ist ganz cool. Die Tötung eines Automannes oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Super. Wir machen hier kurz einen Unterbruch. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Mordos Schatten.